Die Asklepios Medical School ermöglicht eine wirklich sehr gute klinische Ausbildung in Hamburg, weil wir ein sehr gutes Verhältnis, vorteilhaftes Verhältnis haben zwischen Anzahl von guten und motivierten Dozenten zu Studenten. Die Asklepios Medical School ist eine akademische Einrichtung hier in Hamburg. Wir sind Teil der berühmten und renommierten Semmelweis-Universität aus Budapest. Wir sind auch stolz darauf. Wir bilden hier in Hamburg den klinischen Teil im Rahmen des Studiums aus. Der große Vorteil in Hamburg ist, dass wir hier alle 7 Asklepios-Krankenhäuser mit in die Ausbildung integrieren können und dadurch ein sehr schönes Verhältnis zwischen Dozenten und Studenten haben. Das ist eine sehr wichtige und absolut relevante Frage. Wir haben in den nächsten Jahren einen großen Ärztemangel. Den haben wir jetzt schon spürbar in unserem System, aber er wird noch größer. Aus 2 verschiedenen Gründen. Zum einen werden wir aufgrund der demografischen Entwicklung mehr Patienten zu versorgen haben. Wir werden älter, die Erkrankungen werden, wir haben mehr Tumorerkrankungen im Alter. Das heißt, wir brauchen allein mehr Ärzte, um diesen Bedarf zu decken. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass die Arbeitszeitmodelle sich inzwischen geändert haben. Wir können das nicht mehr vergleichen wie vor 20 oder 30 Jahren. Wenn wir heute eine Stelle ergänzen, ersetzen wollen, müssen wir mit dem Faktor 1,3 oder 1,4 rechnen. Insgesamt ist also der Bedarf an Ärztinnen und Ärzten groß in der Zukunft. Und wir wollen einfach mit der Asklepios Medical School einen Beitrag hierzu leisten. Das ist auch eine sehr, sehr gute und wichtige Frage. Dazu muss ich kurz das Medizinstudium erklären, im groben Zügen. Das Medizinstudium teilt sich in 2 große Blöcke, Vorklinik und den klinischen Teil. Die Vorklinik, Semester 1 bis 4, man lernt dort Anatomie, Physiologie, Biochemie. Und im klinischen Teil, Semester 5 bis 12, hat man den Patientenkontakt, man lernt den klinischen Teil, den wichtigen Teil auch. Und wir in Hamburg übernehmen die Ausbildung von Semester 5 bis Semester 12, also den klinischen Teil der Ausbildung. Da wir halt auch zur Semmelweis-Universität gehören, nehmen wir in der Regel auch eben die Absolventen der Semester 1 bis 4 aus Budapest bei uns in Hamburg auf. Das ist aber nicht notwendig. Es können sich auch andere bei uns hier in Hamburg bewerben. Herzlich willkommen. Die Voraussetzung ist eben ein bestandenes Physikum, also ein Abschluss der Semester 1 bis 4 und dann können Sie hier in Hamburg mit dieser Voraussetzung sich bewerben und dann bei uns sozusagen in die Ausbildung mit integriert werden. Die Ausbildung ist sehr gut, hat eine hohe Qualität und wir haben eine sehr gute klinische Ausbildung, weil unser Verhältnis Dozent zu Student eben wirklich sehr gut ist und wir viele Dozenten haben, die sich um unsere Studenten eben auch kümmern und die klinische Ausbildung letztendlich auch am Patientenbett eben ermöglichen.